Albtraum Ukraine-Krieg, was stoppt Putin? Unser Thema heute. Guten Abend bei mir im Zentrum. Die Zeitenwende hat ein Datum, 24. Februar 2022. Der brutale, völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine jährt sich zum ersten Mal. Ein Datum für einen Frieden? Nicht einmal in Ansätzen in Sicht. Das überfallene Land wehrt sich mit Hilfe von Waffen und bald Panzern aus dem Westen. Wie kann der Krieg enden? Mit einem Sieg der Ukraine, mit einem Sieg Russlands, mit einem eingefrorenen Konflikt? Niemand kann das vorhersagen. Nur eines ist derzeit gewiss, die Friedensordnung in Europa und darüber hinaus ist dahin. Der Krieg führt zu einer neuen Weltunordnung, wie es Kollege Thomas Mayer im Standard analysiert. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Der einzige Wunsch, den wir haben, ist, dass der Krieg endet. Dass der Frieden kommt, das ist das Wichtigste. Hunderttausende Menschen sind bislang dabei umgekommen. Der russischen Invasion folgte eine ukrainische Gegenoffensive. Mittlerweile verschieben sich die Frontlinien langsamer. Einen russischen Sieg konnte die Ukraine mit Hilfe des Westens verhindern. Der Ukraine-Krieg verwandelt sich gerade in einen zermürbenden Abnutzungskrieg. Daher müssen wir die Ukraine unterstützen, damit sie gewinnen kann. Gewonnen hat die Ukraine allerdings noch lange nicht. Beide Seiten planen im Frühling neue Offensiven. Der Westen liefert mittlerweile auch Panzer an die Ukraine und diskutiert sogar die Bereitstellung von Kampfjets. Was zwischen dem Westen und Russland geschieht, die deutsche Außenministerin hat es so zugespitzt wie bisher niemand. Ja, wir müssen mehr Panzer schicken. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns in Europa nicht gegenseitig beschuldigen, zu wenig zu tun. Wir befinden uns im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Lieferungen, gegen die Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht vor 9 Tagen eine Petition starten, die mittlerweile rund 500.000 Menschen unterschrieben haben. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Dem widersprechen die meisten Besucher der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Wochenende, die der ukrainische Präsident eröffnet hat. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit bei den Waffenlieferungen, um die Russen besiegen zu können. Geschwindigkeit ist alles, was zählt. There is no alternative to speed. Sowohl Putin als auch der Westen geben sich verhandlungsbereit, allerdings nicht zu den Bedingungen der anderen Seite. Welcher Weg führt zum Frieden? Ich begrüße meine Gäste. Wasil Kiminets, ukrainischer Botschafter in Österreich. Hubert Seipel, Journalist und Dokumentarfilmer und Putin-Kenner. Roża Thun, Abgeordnete der liberalen Fraktion im EU-Parlament Polen. Özlem Alef Demirel, Abgeordnete der linken Fraktion im EU-Parlament Deutschland. Und Markus Reisner, Militärstratege, Oberst des österreichischen Bundesheeres. Auf OF On können Sie unter debatte.of.at/im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Wir haben am Beginn die Familie Kostiak aus der ORF-Dokumentation Menschen und Mächte von Gregor Stuhlpfarrer und Viktoria Tatschel gehört. Sie wünschen sich nichts sehnlicher als ein Ende des Krieges. Herr Botschafter, es ist so, dass auch hier eben die Ansichten unter den Gästen heute auseinandergehen werden, welche Wege zu einem Frieden führen. Aber am Beginn würde ich Sie gern fragen, Herr Botschafter, wenn wir über Frieden sprechen, muss sich Russland zurückziehen auf die Gebiete eben von vor Februar 2022 oder vor 2014, vor der Krim? Ich darf einmal darauf hinweisen, dass dieser Krieg
nicht seit einem Jahr dauert, wie das in Ihrem Annons verkündet wurde. Dieser völkerrechtswidrige Krieg dauert seit 2014. Das müssen wir immer in Erinnerung haben, denn das ist wichtig. Die Frage des Friedens, das auch vor der Sendung eingespielt wurde, kann ich nur wiederholen. Frieden wollen wir, die Menschen der Ukraine vor allem. Und jetzt auf Ihre Frage zu kommen, dass für uns, für die Ukraine, aber ich glaube auch für viele Menschen, stellt sich die Frage sowas nicht. Weil Krim, wenn Sie das gemeint haben, wie auch die Teile von Donetsk und Luhansk Oblast, die gehören zur Ukraine, die sind Bestandteile der Ukraine. Die gehören zu der Ukraine, deren Grenze die internationale Gemeinschaft, darunter auch Russland, international so anerkannt hat. Daher stellt sich die Frage für uns nicht jetzt mal Grenzen 14 oder sowas. Und die Voraussetzungen für den Frieden sind ganz einfach und sehr logisch. Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine in den Grenzen, die völkerrechtlich anerkannt wurden. Zweite Sache, Reparationen von Russland für alle Schäden. Und drittens, die russische Führung und alle Verantwortlichen für die viele, viele, viele Kriegsverbrechen, die schon registriert wurden, die noch weiter registriert, noch künftig auch registriert werden. Leider sind sehr, sehr viele. Dafür müssen sie alle auf einer Anklagebank sitzen. Das ist aus unserer Sicht ganz, ganz logische Voraussetzungen. Frau Thun, auch die anderen von Ihnen, würde ich gern wissen, was ist denn Ihrer, worin besteht die größte Gefahr Ihrer Meinung nach in diesem Konflikt derzeit? Wo haben Sie die größte Sorge? Wahrscheinlich mache ich mir Sorgen um die Entschlossenheit, Solidarität, Einigkeit der Partner Ukrainas. Ich meine hier die Länder der Europäischen Union, ob wir wirklich genug zusammenhalten und ob wir, sie hat das sehr richtig gesagt, die Außenministerin Deutschlands, wir sollen uns nicht gegenseitig beschuldigen, dass der eine weniger liefert als der andere, aber wir müssen entschlossen zusammen zur Ukraine stehen, alle, wirklich alle, zusammen mit NATO. Weil sonst hatte Putin größere Chancen. Also wenn ich, und das Gleiche betrifft die Sanktionen. Wir müssen sehr entschlossen sein und wir müssen verstehen, dass das unser Krieg ist, dass er hier bei uns in Europa ist, dass das gegen unsere Werte, unsere Zivilisation, alles, was wir ernst nehmen und woran wir glauben, dass dieser Krieg dagegen stoßt und wir müssen gemeinsam zur Ukraine stehen. Also wenn ich mir Sorgen mache, dann es ist entstanden eine Gemeinsamkeit wie nie zuvor. Aber ich möchte sie noch mehr als mehr Entschlossene sehen. Frau Demirel? Ja, meine größte Sorge ist wahrscheinlich, dass die Stimmen der Menschen, die sagen, wir wollen, dass dieser Krieg endet, nicht gehört wird. Und die Münchner Sicherheitskonferenz deutet ja darauf hin, dass die Staatschefs, die dort waren, die Vertreterinnen und Vertreter von Politik, die dort waren, eben sagen, nee, wir wollen diesen Krieg jetzt noch mal verlängern. Und ich glaube, was die größte Gefahr ist tatsächlich, dass wir einen fortwährenden, niemals endenden Krieg in der Ukraine haben, weil das eben Tod, Leid, Zerstörung, Entheimatung für die Menschen
in der Ukraine bedeutet. Und die zweite größte Sorge, die ich habe, ist, dass einhergehend mit dem Krieg in der Ukraine ja auch überall auf der Welt und auch hier im Westen selbst das neutrale Österreich massiv aufgerüstet wird. Das heißt, die Eskalationsspirale hin zu einem Weltkrieg, wo eben große Weltmächte, Militärmächte, ökonomische Mächte sagen, wir wollen militärisch unsere Interessen durchsetzen, eben zum Alltag für uns wird. Und das ist die größte Gefahr. Einerseits sozusagen die Weltkriegsgefahr, der wir heute näher sind als vielleicht vor 10 Jahren. Und die zweite Gefahr ist, dass dieser Krieg fortwährend weitergeführt wird, ohne wirklich auch klar zu benennen, was denn das Ziel dieses Krieges ist. Das heißt, wir befinden uns in einem Abnutzungskrieg und die Menschen leiden. Die Menschen leiden in der Ukraine. Sie zahlen mit ihrem Blut. Und die Menschen leiden weltweit, weil ja auch die Eskalationsspirale einhergeht, auch mit wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, die jetzt seitens der NATO-Staaten und Russland geführt werden und die Preise steigen. Und ich kann nur sagen, ich möchte, dass endlich die Stimme der Völker gehört wird, die sich mehrheitlich in dieser gesamten Welt dafür aussprechen, endlich eine politische Lösung zu finden. Da muss die Stimme jenes Volkes vor allem gehört werden, der als Opfer in diesem Krieg ist. Das ist Punkt 1. Und diese Stimme des Volkes ist sehr, sehr eindeutig. Ich meine die Stimme des ukrainischen Volkes. Es gibt es auch viele Menschen in der Ukraine, die genau sagen, dass sie möchten, dass dieser Krieg endet. 90% der Bevölkerung, das sind die jüngsten Umfragen, die sagen, dieser Krieg, wenn es ist Krieg, muss bis dahin geführt werden, bis alle Gebiete wieder befreit werden. Das sagen die Leute, die 2014 von Krim die Heimat verlassen mussten, weil die russischen grünen Männchen damals kamen. Das sagen viele, übrigens ZIP 2 vor der Sendung, da war der Journalist Rubetskoy, der kommt aus Krim, zum Beispiel, als Beispiel. Das sagen viele, viele aus Donetsk, aus Luhansk, die ihre Gebiete verlassen mussten, weil die auch Russen dorthin 2014. Und deswegen, die Ukrainer wissen, was sie wollen. Sie wollen Frieden, aber es ist auch eine sehr, sehr klare Erkenntnis. Dieser Frieden kann nur kommen, wenn wir genug gut ausgerüstet werden. Der Wille in der Ukraine ist da. Und die Tatsache, dass der Putin in den ersten 3 Tagen, wie er geplant, die Ukraine nicht besetzt hat, dass trotz enormen militärischen Aufwand er minimale Ziele erreicht hat in der Ukraine. Und dann hat er dann im Herbst, vor dem Winter, eine neue Terrorwelle gestartet mit Raketen, mit Drohnen. Die Leute haben das auch ausgehalten. Warum? Weil sie wissen, dass nur durch Zusammenhalt, dadurch, dass wir weiter unsere Gebiete verteidigen, da kann der nachhaltige Frieden kommen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Selbstverständlich ist zu verurteilen, dass Russland sozusagen einen Hegemonialanspruch über die Ukraine aufstellt und gar militärisch eingegriffen hat. Und das ist der auch Punkt. Zu verurteilen. Und jetzt ist die Frage, dass Russland jetzt... Ich bitte jetzt mich kurz aussprechen zu lassen. Ich habe Ihnen auch zugehört. Was aber Fakt ist, ist, dass dieser Krieg eben nicht auf dem Schlachtfeld enden wird, sondern dieser Krieg wird nur politisch-diplomatisch enden. Und wie? Das muss wie? Man sehen. Und es ist tatsächlich ein Problem, wenn zum Beispiel Präsident Zelensky sagt, es darf eben im Moment nicht verhandelt werden oder auch der Westen sagt, dieser Krieg soll auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Ich sage ganz deutlich, dieser Krieg kann nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Es sei denn, sie möchten gegen die Atommacht Russland tatsächlich auffordern, dass die NATO Bodentruppen schickt. Und das ist meine Kritik an alle, die sagen, Schlachtfeld, Schlachtfeld, Schlachtfeld. Wenn sie nicht bereit sind, als NATO direkt unmittelbar militärisch in diesen Krieg einzugreifen, dann ist das eben bei einer Atommacht problematisch, auf das Schlachtfeld zu setzen. Im Übrigen müssen wir deshalb auch atomar abrüsten. So. Das ist ja auch eine Forderung, die wir als Linke stellen. Jetzt möchte ich noch unsere beiden anderen Gäste mit hereinholen. Herr Seipel, Sie haben Putin 2008 persönlich kennengelernt, daraus auch einen Dokumentarfilm 2012 entstehen lassen. Seit Sie ihn kennen, haben Sie ihn 3 bis 4 Mal im Jahr getroffen. Die erste Frage an Sie, haben Sie ihn seit der Angriffskrieg... Ich habe ihn letzten Dezember getroffen, ja, in Moskau. Was bespricht man da? Ich mache ein weiteres Buch und schaue mir an, welche Begründungen, welche Gründe der eine und der andere hat in dem Zusammenhang. Das bespricht man da in dem Zusammenhang. Und Putin hat auf meine erste Frage, warum er denn den Krieg jetzt begonnen hat, gesagt, ob ich denn mit einer Gegenfrage geantwortet. Und die Gegenfrage war ganz simpel, hat gefragt, ob ich mich zufällig noch erinnere, dass es
im November 19 noch das Militärbündnis zwischen Ukraine und den USA gegeben hat. Ob ich mich zufällig noch daran erinnern würde, beispielsweise, dass die Ukraine gleichzeitig zum bevorzugten Partner für die NATO ausgerufen worden ist. Ob ich mich zufällig noch erinnere, dass die Minsk-II-Verhandlungen, die ja im Grunde genommen eingerichtet worden sind als UN-Resolution 2202, also mit durchaus völkerverbindlichem Charakter, zu nichts geführt hat nach dem Umsturz, der passiert ist auf dem Maidan. Und er hat das alles aufgeführt in dem Zusammenhang, hat dann natürlich versucht, seine Argumente in dem Zusammenhang zu bringen. Hat Putin Ihre Frage beantwortet? Er hat das in dieser Art und Weise natürlich getan. Aber ich habe noch einen Punkt dazu. Krieg ist immer natürlich eine Tabuverletzung. Das Problem ist, und er passiert alle Regeljahre wieder, immer wieder, seit Tausenden von Jahren. Der Punkt ist, wie kommt es zu diesem Krieg? Und der zweite Punkt ist in dem Zusammenhang, warum ist es immer eine Bankrotterklärung für die Politik, dass dann keine Lösung gefunden wird, sondern erst mal bis zum, es wird eine Lösung am Schluss gefunden werden. Aber die Tausende von Opfern kümmern, wenn es irgendwann die Verhandlungen gibt. Aber weil es ums Militär geht, bevor ich zu Oberst Reisner komme, wird die Ukraine gewinnen, einer repräsentativen, ganz aktuellen EU-weiten Umfrage des Europäischen Meinungsforschungsinstituts Opinions nachzuurteilen, sind 61% der europäischen Bevölkerung davon überzeugt. Am stärksten ausgeprägt ist diese Auffassung in Polen. 81% der Menschen dort glauben an einen ukrainischen Sieg. Deutlich anders ist die Einschätzung in der deutschen Bevölkerung. Nur 55% sind hier der Meinung, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Und das Meinungsforschungsinstitut Unique Research hat diese Woche auch die Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher zum Ukraine-Krieg abgefragt. Eben soll die Ukraine Friedensgespräche mit Russland beginnen, auch wenn das bedeutet, bestimmte besetzte Gebiete an Russland abzutreten, oder soll die Ukraine weiterkämpfen? Fast 2/3 sind hier in Österreich für Friedensgespräche, nur 21% sind dafür, dass die Ukraine weiterkämpft. Herr Oberst Reisner, Sie haben in einem Podcast zuletzt gesagt, Putin will die Ukraine erwürgen und der Westen hofft, dass ihm die Luft ausgeht. Geht ihm die Luft aus? Kann die Ukraine Russland militärisch besiegen? Das Wichtige, das man voransetzen muss, ist, dass wir eine objektive und neutrale Bewertung der Situation brauchen. Und bevor wir über die Ereignisse der letzten Monate reden, muss ich noch einmal in Erinnerung rufen, und da bin ich ganz bei meinem Botschafter, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die ukrainische Bevölkerung, und zwar in allen Oblasten, sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen hat, ein eigenständiges Land zu sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Zweite ist, Russland hat nicht erst am 24. Februar die Ukraine überfallen, sondern es ist zum dritten Mal in der Ukraine. Es ist nämlich einerseits zur Besitznahme der Krim gekommen. Das hat uns in Europa noch nicht wirklich viel interessiert und wir haben das nebensächlich betrachtet. Es ist zu den Kämpfen in den Separatistengebieten gekommen mit schweren Verlusten auf beiden Seiten, aber vor allem auf Seiten der ukrainischen Bevölkerung. Und jetzt kam es dann zu diesem Angriff quasi Russlands auf die Ukraine. Russland hätte auch ganz anders reagieren können. Man spricht ja von Hard- und Softpower. Softpower hätte es auch anwenden können, hat es aber nicht getan. Es hat sich für den militärischen Weg entschieden. Und das ist ein eindeutiger Völkerrechtsbruch, um das einmal ganz klar am Beginn auch zu sagen. Was jetzt passiert ist, ist, dass Russland sich verkalkuliert hat beim Einmarsch und versucht, dieses Missgeschick wieder wettzumachen. Und jetzt ist es ihm zum zweiten Mal gelungen, der Ukraine einen Abnutzungskrieg aufzuzwingen. Das war bereits letztes Jahr im Sommer der Fall, wenn Sie sich erinnern können, mit der Schlacht um Lysychansk und Severodonetsk, und ist auch jetzt wieder der Fall mit dem regionalen Höhepunkt der Kämpfe um Bakhmut. Die große Gefahr besteht, dass Russland das, was der Westen zusammenbringt, auf der Zeitachse aussitzt. Denn Russland denkt, dass wir schwach sind im Westen und es braucht nur warten, bis uns die Luft ausgeht und dann wird es trotzdem diesen Sieg für sich erreichen können, wie auch immer der dann definiert ist. Und die große Gefahr besteht, dass die Ukraine hier im Stich gelassen wird vom Westen und dass es nicht das bekommt, was es braucht. Denn alleine kann sich die Ukraine gegen diese russische Übermacht nicht mehr wehren. Es ist jetzt bereits so, dass das, was geliefert wird, wesentlich dazu beiträgt, dass die Ukraine einen Abwehrkampf führen kann, einen Abwehrkampf auf ihrem eigenen Territorium. Wir reden nicht davon, dass diese Panzer auf dem Marsch nach Moskau sich befinden, sondern wir reden davon, dass die Ukraine sich verteidigt auf ihrem eigenen Territorium. Wenn es aber dazu kommt, dass im Westen der Eindruck entsteht, dass dieser Krieg keinen Sinn mehr macht, dieser Verteidigungskrieg der Ukraine, und diese Ressourcen nachlassen, dann besteht die Gefahr, dass Russland überhand nimmt. Auf der anderen Seite, aus militärischer Sicht, muss man natürlich auch sagen, dass der Westen hier sehr moderat vorgehen muss und sehr
nuanciert, denn es kann natürlich dazu kommen, dass Russland in die Enge getrieben wird. Und dann, muss man leider auch zugestehen, ist natürlich ein möglicher Einsatz von Atomwaffen durchaus ein Thema. Und darum sehen wir auch, dass die Handlungen, die so gesetzt werden, auch genauso erfolgen. Wir sehen also, dass Waffen geliefert werden, aber immer nur so viel, dass Russland zwar nicht Überhand gewinnen kann, aber die Ukraine genug hat, um diesen Kampf, diesen Abwehrkampf weiterführen zu können. Frau Thun, wie weit soll hier der Westen gehen? Ich meine, wir sollen auf die Ukraine hören. Sie wissen am besten, was sie brauchen. Und natürlich muss man verhandeln, aber man kann mit dem Putin verhandeln nur von der Position des Gewinners, des Stärkeren. Zuerst müssen die Ukrainer gewinnen oder wir müssen alle zusammen zeigen, dass wir zusammenstehen und dass wir die Ukrainer nicht im Stich lassen, dass wir es nicht akzeptieren, dass Stücke von einem souveränen Land abgeschnitten werden. Und wir akzeptieren das einfach. Was für ein Beispiel wäre das für andere Länder? Warum sollen dann die Türken nicht ein paar griechische Inseln schlucken oder Chinesen, Taiwan und so weiter und so fort? Dann akzeptieren wir das alles halt. Wir dürfen das nicht akzeptieren und liefern das, worum die Ukrainer bitten oder was sie verlangen. Ich benutze bewusst das Wort verlangen, weil wir müssen uns im Klaren sein, dass sie für uns alle kämpfen. Und wenn wir ein schnelles Ende dieses fürchterlichen Krieges haben wollen, dann müssen wir die Ukraine unterstützen, so stark, so entschlossen, so viel, wie es nur geht. Frau Demirel, das ist auch die Frage natürlich jetzt auch an Sie beide gleich. Warum sollten, also wenn jetzt Waffenlieferungen sofort eingestellt werden würden, warum sollte dann Ihrer Meinung nach der russische Präsident verhandeln, wenn die Ukraine sich gar nicht mehr wehren kann? Wissen Sie, am Anfang des Krieges hat man uns gesagt, wir beschließen jetzt Sanktionen, damit der Krieg so schnell wie möglich endet. Dann hat man gesagt, wir werden jetzt ein paar Waffen schicken, damit der Krieg so schnell wie möglich endet. Dann hat man gesagt, okay, wir ändern unser Ziel. Wir werden jetzt ganz harte Waffen, größere Waffen, schnellere Waffen schicken. Im Moment diskutieren wir über Streumunition und andere geächtete Waffen, über Kampfjets und weitere Waffen. Und es kommt nicht zu einem Ende. Also erstmal muss man die Frage beantworten, will man, dass dieser Krieg endet oder will man jetzt strategisch, geopolitisch, und darauf setzt die NATO, ist mein Eindruck, eher den Preis für Russland in die Höhe treiben. Wenn das das Ziel ist, dann frage ich aber, wer zahlt dafür? Und ich sage ganz klar, im Krieg sterben nicht diejenigen, die sich für Krieg entscheiden. Es stirbt immer das einfache Volk. Das gilt für die Menschen aus Russland und der Ukraine. Und deshalb will ich diesen... Ich habe das von vorher verstanden. Bitte, aber jetzt nur diese eine Frage beantwortet wissen. Warum sollte, wenn man die Waffenlieferungen einstellt, warum sollte Putin verhandeln, wenn die Ukraine sich nicht mehr wehren kann? Sie wissen aber, dass es anfangs Verhandlungen gegeben hat über im Kriegsgeschehen. Es geht um jetzt. Und Herr Zelensky. Ja, nein, aber wir müssen ja, also verstehen Sie, ich finde es manchmal schwierig, wenn man sagt, aber wir reden nur noch über jetzt. Es gab Verhandlungen in der Türkei am Anfang. Es gab Länder, die sich dafür eingesetzt haben, dass es diese Verhandlungen gibt. Und auch Herr Zelensky hatte diese gefordert, hat hier auch an China und weitere Staaten appelliert. Und dann gab es auf einmal den Game Changer. Und das war auch, dass beispielsweise Großbritannien gewarnt hat vor einem zu voreiligen Friedensabschluss für die Ukraine. Es war, dass Herr Präsident Biden nach Warschau gereist ist und gesagt hat, mit Herrn Putin kann man nicht verhandeln. Also ich glaube, dass hier auch der Westen zumindest strategisch das Interesse rausgegeben hat, einen langen Krieg zu führen. Und ich sage nochmal, Kriege werden nicht auf dem Schlachtfeld beendet, sondern nur am Verhandlungstisch. Es gibt einige Momente, die wichtig sind, dass wir hier uns sachlich austauschen können. Erstmals, Sie versuchten jetzt mit den Fragen von Putin argumentieren diesen Krieg. Dieser Putin ist ein Kriegstreiber, da weiß schon die ganze Welt. Kriegsverbrecher. Bitte? Kriegsverbrecher. Eindeutig. Und er ist ein Neo-Imperialist mit wahnsinnigen Ideen. Eine der Ideen mit pseudo-historischen Argumentationen, er will alles slawischen Länder jetzt sammeln. Ja, wissen Sie denn das alles? Sie machen eine psychologische Studie, die im klassischen bitte, PR... Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Unterbrechen Sie mich nicht, bitte. Das ist irre. Deswegen, er wird... Und das ist Ihre Frage auch berechtigt. Wie kann er, wenn er sozusagen diese irrsinnige Idee hat,
Wie kann er dann, wenn er bis jetzt nicht das gemacht hat, wenn er das seit 2000, übrigens, er hat sich auf diesen Krieg seit langem vorbereitet. Sein Generalstabschef Gerasimov hat extra Militärkonzeption ausgearbeitet eines hybriden Krieges. Die ganze Jahre seit seiner Rede in München, da war alles da vorbereitet, um diesen Krieg vorzubereiten. Das heißt, militärisch hat sich Russland vorbereitet. Durch hybride Elemente hat alles so organisiert. Welche hybriden Elemente? Durch eindringend in die wirtschaftliche Systeme. Dadurch, dass Russland total durch Schritte, die völkerrechtswidrig waren, in die Angelegenheiten anderer Länder gemacht hat. Russland hat überall in Europa Leute getötet. Und das Problem war, dass Europa darauf immer Augen geschlossen hat. Man hat immer versucht, Putin zu befrieden. Angefangen mit Georgien als Beispiel. Georgien 2008, Krim, Donbass. Abschuss von des Flugzeuges MH17. Und das hat funktioniert. Und das hat jetzt die Folge, dass die Leute in Europa insbesondere das erkannt haben, zu welcher Gefahr jetzt existiert, wie weit Russland gekommen ist durch hybriden militärischen Aktivitäten, dass die Gefahr für das ganze europäische Kontinent ist da. Und das ist der Punkt. Der zweite Punkt, und deswegen, wenn wir jetzt reden, wir reden jetzt nicht unbedingt über die Ukraine. Ja, primär geht es um die Ukraine, weil Putin will die Ukraine eindeutig besetzen. Er betrachtet die Ukraine als Kolonie, das ist ganz eindeutig. Ich habe auch Ihre Sendungen gesehen, wie Sie das alles rechtfertigt haben durch seine wahnsinnigen Ideen. Und jetzt noch eine Frage jetzt. Sie haben erwähnt diese Minsker Abkommen. Was hat jetzt neulich vor zwei Tagen der Assistent von Putin, Surkow, gesagt, der dafür zuständig war? Russland hatte nie Absicht, diese Verträge zu erfüllen. Das schauen Sie sich mal, also wenn der Surkow... Entschuldigen Sie doch mal. Also, ja, deswegen, worum geht es? Es geht jetzt mal Dann erzählen Sie weiter. Tempo, weil wenn tatsächlich wir keine Hilfe bekommen, sehr schnell bekommen werden, das wird natürlich in die Hände von Putin spielen, weil dieser Abnutzungskrieg, natürlich braucht er das, dass das die Intensität sehr, sehr langsam wird, damit er sich noch erholen kann. Die Kriegsmaschine, ja. Aber Herr Botschafter, lassen wir jetzt Herrn Seipel antworten und dann haben wir schon sicher alle, bitte. Es gibt ja auch, das große Problem ist, glaube ich, die Realität bei solchen Geschichten, über die wir gerade reden. Denn was Sie erzählt haben, indem Sie von angefangen haben, von Georgien, was sozusagen von Russland geklettert worden ist. Und Russland hat nie, befragt. Die EU hat einen Untersuchungsbericht über den Krieg in Georgien gemacht. Und das Ergebnis ist, dass die Georgier einmarschiert sind in die abtrünnige Provinz und dort das Feuer eröffnet haben und dort auch die Besatzungsmacht. Was heißt abtrünnige Provinz? Das war ein integrales Gebiet. Aber kommen wir, Herr Seppel, kommen wir trotzdem jetzt von Georgien? Ich weiß, das ist total wichtig insgesamt und wird in der Geschichte auch eine große... Eine Zwischenfrage eben auch an Sie. Putin, das Kriegsziel von Putin ist, die Ukraine von der Landkarte zu streichen. Hat er dieses Kriegsziel? Wer hat das denn erzählt? Sie nehmen eine Frage und sagen Sie, das ist das Kriegsziel. Gut, es gibt inzwischen schon russische Schulbücher, wo darf eben mal, der darf Teil... Ich mal kurz antworten? Nein, aber, nein, man kann auch auf die Rede verweisen am 21. Februar. Am 21. Februar hat Putin sehr klar gesagt, was er möchte. Und eines war, dass die Ukraine als Staat kein Recht hat zu existieren. Das hat er ganz genauso gesagt. Ich habe das live gesehen im Fernsehen, auf Russisch. Ja, gehen wir doch noch mal jetzt zu den ganzen Punkten. Ja, aber eben, dass wir eine Frage mal zusammenhängend pseudo-historische Erklärungen mit Lenin und so weiter. Was brauchen Sie noch? Ja, nein, aber ich wollte jetzt auch nur dazu sagen, dass ich immer Entschuldigung, das in der ganzen Diskussion Programme. Gibt es die alten Kriegspropagandasätze. Die heißt immer, der Gegner ist verrückt.
Sonst würde er sowas nie machen. Der Gegner kämpft mit unlauteren Waffen. Wir sind auf der richtigen Seite. Herr Seppel, das hat jetzt das aber Recht. Diese zwei Sachen hat niemand erwähnt. Ich wollte jetzt nur zusätzlich sagen, warum ich auch dazu komme, nicht nur eben wegen der Rede, was der Herr Oberst gesagt hat. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch schon russische Schulbücher, wo eben dieser Teil, wir hatten das am Anfang eingeblendet, das kann ich ein knappes russische Buch, Schulbücher. Nein, wo das eben schon als Russland deklariert ist, also dass es von der Landkarte streichen will, da gibt es eben. Es gibt Propaganda überall und auch da gibt es Propaganda. Kommen wir doch mal zu der Realpolitik, wie dieser Krieg letztendlich entstanden ist und wo er hinführt möglicherweise. Und das war die Ausgangsfrage. Dann versuche ich es anders. Ja? Was ist das Kriegsziel dann Ihrer Meinung nach? Das Kriegsziel ist ziemlich einfach. Das wird auch in mehreren Punkten sehr klar definiert. Erstens den Vormarsch der NATO zu stoppen, den er immer angeprangert hat. Er hat ja vorgelegt, wenn wir uns noch entsinnen, einen Verhandlungsvertrag letztendlich noch mal, bevor es überhaupt losgegangen ist. Sie entsinnen sich, im Dezember 2021 gab es den noch mal. Der wurde den USA überreicht. Dann hat die USA den abgelehnt und die NATO hat ihn auch abgelehnt. Aber die ganze Vorgeschichte, die wir gehabt haben, die vergessen wir mal, also ganz ein bisschen in dem Zusammenhang. Maidan, was passiert ist in dem Zusammenhang, und die Krim, was passiert ist. Dann gab es die Unabhängigkeitserklärungen, die kann man sehen, wie man will, aber die gab es tatsächlich im Donbass. Welche Unabhängigkeitserklärung? Im Donbass selber. Sie entsinnen sich noch? Es gab Abstimmungen gleichzeitig nochmal. Dann gab es eine kriegerische Auseinandersetzung. Dieses Referendum jetzt, Sie verkennen die Realität. Ja, das mag ja so Sie sein, da geht es mir wie Ihnen in dem Zusammenhang. Jeder hat die Realität, die er haben will, offenkundig. Dann gab es Minsk II, und das würde ich wirklich nicht mehr unter den Tisch hauen wollen. Minsk II war Frankreich, Russland, die Ukraine war dabei noch in dem Zusammenhang. Und die haben sich verabredet, diesen Konflikt friedlich zu lösen. Und das wurde in der UN abgesegnet. Sowohl Poroschenko als auch Selenskyj haben klar erklärt, dass sie die Bedingungen, die da sozusagen aufgestellt wurden, nicht erfüllen werden. Und haben es hingezogen. Gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen, aber, Herr Seipel, um jetzt auch alle anderen noch einzubeziehen. Gesagt hat, Russland hatte das nie was vor. Mich ein Assistent. Ja. Der war zuständig. Man könnte auch noch weiter zurückgehen, 1983, Budapester Memorandum, wo er wirklich garantiert wurde. Wenn Sie das auch machen, man kann ja auch sagen, auch hier war es ja so, dass die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat und als Gegenzug hat es die Garantie unter anderem auch von Russland gegeben, dass sie die Souveränität des Landes eben nicht angreifen. Aber holen wir jetzt bitte wieder Frau Thun und Herr Oberst Reisner. Bitte. Ich frage mich nur, ob jemand versucht zu rechtfertigen diesen Einmarsch in die Ukraine. Nein. Gehen wir auf die Basis. Nein, wir rechtfertigen nicht wahr? Nicht. Also, es ist etwas Schreckliches geschehen. Ein viel größeres, stärkeres Land greift an ein kleineres, schwächeres Land. Und wir diskutieren stundenlang, ob das richtig ist oder nicht. Die Frauen werden vergewaltigt, die Männer ermordet, die Kinder umgebracht oder gebracht, Gott weiß wo, deportiert, wie zu schlimmsten Stalins Zeiten. Ja, warum gibt es diesen Krieg? Ein souveränes, der regelmäßig ausbricht und die Politik nicht in der Lage ist, das zu beherrschen. Ein souveränes Land darf internationale Verträge machen, wie es will. Es darf der Europäischen Union beitreten, es darf dem NATO beitreten. Es hat nie eine Absicht gehabt, Russland anzugreifen. Russland aber hat es angegriffen. Und versuchen wir, das nicht zu rechtfertigen. Es ist ein fürchterliches Verbrechen passiert. Und wir sind dazu da, um den Schwächeren, der sich verteidigt und dabei uns alle, dem zu helfen, sich zu verteidigen. Das ist einfach klar und versuchen wir da nicht Entschuldigungen für den Putin zu suchen, dass er so fürchterliche Schritte begangen hat. Es gibt keine Entschuldigung für Putin. Unterstellen Sie das doch nicht einfach. Und seine Soldaten in die Ukraine schickt, wo sie massenweise umgebracht werden auf die grausamste Art und Weise. Es ist Krieg. Entschuldigung. Deswegen reden wir, dass dieser Krieg... Warum gibt es diesen Krieg? Den hätte es gar nicht geben müssen. Ja, kommt er mit mehr Waffen, mit mehr Panzer zu Ende? Oder geht es zu einer Eskalierung, sterben deswegen mehr Leute, ohne das Ziel zu erreichen? Und kriegen wir am Schluss noch eine nukleare Geschichte? Das ist ein guter Moment. Oberst Reisner hat sich schon gemeldet. Also vielleicht ganz kurz noch einmal. Wir sollten also wirklich versuchen, objektiv die Dinge zu betrachten. Und Russland sieht sich selbst immer noch als Supermacht. Das hat nie aufgehört. Das hat Atomwaffen. Russland
sieht sich selbst immer noch als Großmacht. Russland sieht sich immer noch als Macht, nicht, die global wirksam werden kann. Und wenn man zurückgeht in die 90er Jahre, die quasi aus russischer Sicht eine Zeit der Agonie waren, wo die Oligarchie übernommen hat und all diese Dinge und Putin aus Sicht vieler Russen sie wieder da herausgeholt hat, da muss man schon ganz klar sagen, dass das russische Denken immer davon bestimmt war, wieder dahin zurückzukehren. Und da gab es Leute wie Primakov, Jewgeni Primakov oder andere, die maßgeblich auch doktrinär bestimmt haben, wie diese Richtung, in welche Richtung diese gehen soll und wie man das erreicht. Man hat zum Beispiel gesagt, wir werden versuchen, wo auch immer auf der Welt die USA zurückzudrängen. Das ist das eine. Zweitens, jene Länder, die einmal Teil der Sowjetunion waren, sind unser Interessensgebiet und niemand hat hier etwas zu suchen, auch wenn die Länder entscheiden, aus eigenem Willen der Europäischen Union oder sonst wo beizutreten. Und das Dritte ist, man wird nicht zulassen, dass die NATO expandiert. Und das steht bis heute als Maxime an vorderster Front, auch bei Putin. Und wir haben viele Schritte gesehen in der Vergangenheit. Die meisten haben uns nicht interessiert in Europa, aber sie sind geschehen, wo man gesehen hat, dass Russland ganz gezielt sich hier vorbereitet hat. Unter anderem auch das Abhängigmachen Europas von den Rohstofflieferungen. Auch das hat einem sehr genauen Plan gefolgt. Also das möchte ich schon ganz klar feststellen. Das Zweite, was wichtig ist, was Sie gesagt haben, dieser lange Krieg. Warum ist das ein langer Krieg? Und das ist das Entscheidende, auch hier zu verstehen. Und da gebe ich Ihnen recht. Atomwaffen haben alles geändert. Das war schon im Koreakrieg so, wo auch der Einsatz von Atomwaffen ein Thema war. Und das ist das große Problem. Denn die Ukraine bekommt das, was sie braucht, um sich zu wehren, aber nicht mehr. Und das ist das Fatale, denn damit kann sie keinen entscheidenden Schlag durchführen. Wir sehen das sehr gut, wenn wir die letzten 12 Monate betrachten. Nehmen wir folgende Beispiele. Zuerst die Lieferung dieser HIMARS-Raketenwerfer. Die Ukraine hat 50 bis 100 gefordert. Aus militärischer Sicht völlig richtig, bekommen hat sie 20. Das hat einen Unterschied gemacht, aber keinen entscheidenden Unterschied. Das nächste ist Boden-Boden-Raketen. Die Ukraine hat gefordert 300 Kilometer Reichweite. Bekommen hat sie durch den HIMARS diese 70 Kilometer, möglicherweise jetzt 160 Kilometer, aber nicht die 300. Kampfflugzeuge. Auch das ist ein Thema, das jetzt Biden vor kurzem wieder auf die lange Bank geschoben hat. Oder auch der deutsche Verteidigungsminister als Beispiel. Ja. Das nächste Beispiel, also auch wenn Sie sich anschauen, die Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Wie kann es sein, dass alle diese Marschflugkörper, ballistischen Raketen, Drohnen immer noch ihre Ziele treffen, wo sie doch mit GPS-Koordinaten fliegen, mit russischen? Wie schaut es mit den Panzer, Herr Oberst, wie schaut es mit diesen Panzerlieferungen aus? Da komme ich ja dazu. Die Amerikaner könnten das stören, also diese Satellitennavigation, oder zerstören. Warum tun sie das nicht? Weil natürlich die Angst ist, dass Russland so in die Enge getrieben wird, dass es irrationale Handlungen setzt. Und das haben wir sehr gut gesehen beim Abzug der russischen Truppen in Cherson aus diesem Brückenkopf. Weil wie konnte es sein, dass 30.000 russische Truppen und 2.500 Fahrzeuge sich fast in einer Nacht, ohne dass ein Schuss gebrochen ist, absetzen konnte? Weil man es zugelassen hat. Das heißt, man versucht aus dem Westen all das zu liefern, was notwendig ist, aber auch nicht mehr. Und das ist das Problem. Dadurch wird dieser Krieg so in die Länge gezogen. Und das ist deswegen der Grund. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, warum ist das so? Weil natürlich der Einsatz von Atomwaffen hier mitschwingt. Und das ist das große Problem. Und das war schon bei Cherson, wenn Sie genau hingehört haben, ein großes Thema, gerade von der ukrainischen Seite, die uns gesagt haben, macht euch keine Sorgen, wenn Sie Atomwaffen einsetzen, wir werden trotzdem weiterkämpfen. Aber da hat man das sehr klar gesehen. Und wenn jetzt natürlich die Russen uns aussitzen, weil wir einfach jetzt die Sachen nicht mehr zusammenbekommen, die wir brauchen würden. Und das ist ja das, was wir immer wieder hören, auch jetzt an der Münchner Sicherheitskonferenz, wo gesagt wird, naja, Kampfflugzeuge dann doch nicht und so weiter und so fort, dann kann genau das passieren. Das ist das Problem, das wir haben. Vielleicht eine Sekunde, weil es ist auch wichtig, Kampfflugzeuge, es geht um Flugzeuge, die enorm wichtig sind gegen Raketen, um Raketen abzufangen. Darum geht es. Es geht darum, dass die zivilen Menschen nicht getötet werden. Und grundsätzlich, worüber reden wir? Wir reden darüber, dass es ganz klar ist, es gibt einen Aggressor und das ist ein, von der anderen Seite das Land, welches sich verteidigt. Und laut auch internationalen Recht, laut dem Völkerrecht, das Land, welches sich verteidigt, hat das Recht, mehr als eine Sekunde. Das hat Recht auf alle möglichen Aktivitäten, auch auf Hilfe, um eigenes Territorium zu befreien.
Also vielleicht vorweg nur ein Satz. Der Generalstabschef der USA, Mark Milley, weist darauf hin, dass wenn das Kriegsziel es ist, die Krim zurückzuerobern, die Ukraine diesen Krieg so nicht gewinnen kann. Also das sagt der größte Militärexperte, der Generalstabschef der USA, vielleicht als kleinen Hinweis an dieser Stelle. Aber Sie werden sich wundern. Ich gebe Ihnen durchaus recht, dass Russland natürlich diesen Krieg auch angefangen hat, weil es sozusagen Großmachtansprüche geltend macht und sagt, akzeptiert mich auch als eine Weltmacht, als eine Großmacht in der Welt und sagt, die Ukraine ist, damit ich eine Großmacht sein kann, für mich unverzichtbar. Ich kritisiere diesen imperialen Anspruch Russlands, aber dann müssen wir doch auch darüber sprechen, was die NATO seit Jahren macht. Die NATO ist aber auch eine Großmacht, erweitert sich immer weiter. Wir sind hier in Österreich. Österreich ist zum Beispiel ein Land, das genau unter diesen Debatten sich für die Neutralität in der Geschichte entschieden hat, um den Schutz Waffenlieferungen gestoppt werden sollen und verhandelt werden soll. Bitte? Wen verhandelt werden soll, was Sie fordern? Mhm. Was soll dann die Ukraine, also was wäre dann wirklich der Schluss? Soll die Ukraine das eine Fünftel, das jetzt Russland besetzt hat, und die Krim einfach hergeben? Was soll die Ukraine Ihrer Meinung nach bei Verhandlungen tun? Es steht mir nicht zu sagen, das oder jenes soll die Ukraine akzeptieren. Aber ich weise noch mal darauf hin, ich möchte, dass die Verhandlungen da weitergeführt werden, wo sie zuletzt stehen geblieben waren. Und das war, dass die Ukraine erklärt hat, okay, ich kann unter Gewährleistung von Sicherheitsgarantien von Staaten, die ich selber aufzähle, und bis zu 10 Staaten wurden auch schon aufgezählt von Seiten der Ukraine, auf Neutralität gehen, das heißt auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. Dann kommt ein Waffenstillstand und dann wird über die weitere Frage von Donetsk und Lugansk und auch über die Krim weiterverhandelt. Das war der Verhandlungsstand zuletzt, bevor man dann gesagt hat, nein, wir setzen jetzt alle auf das Schlachtfeld, bevor die großen Rufe gekommen sind. Ich gebe zu, dazwischen war noch Butscha und Butscha war brutal, Butscha war inakzeptabel, das war inakzeptabel. Aber die Reaktion auf die Brutalität von Butscha kann doch nicht sein, noch mehr Krieg zu wollen, sondern die Reaktion auf die Brutalität von Butscha kann aus meiner Sicht nur sein, diesen Krieg zu beenden, politische Lösungen zu finden. Und an diesem Krieg sind im Übrigen mehr als nur die Ukraine und Russland beteiligt. Auch die EU und die NATO ist Kriegspartei. Und sie wissen genauso wie ich, dass nicht die Ukraine in letzter Instanz entscheiden wird, wann dieser Krieg endet, sondern die USA wird das entscheiden. Die Ukraine wird entscheiden. Und Reaktion auf Butscha, Reaktion auf Butscha, militärisch abhängig vom Westen. Reaktion auf Butscha waren mehrere Kriegsverbrechen in Izium. Und in anderen, leider, auch in anderen. Und das war die Reaktion auf Butscha. Reaktion auf Butscha waren die Raketenangriffe ab Oktober. Reaktion auf Butscha waren Fake-Referenden von Russland. Reaktion auf Butscha ist jetzt diese neue Welle von Angriffen, die Russland führt. Ja, und wo führt das hin? Bitte? Führt das zu irgendwelchem Ergebnis, dass die Ukraine siegt? Es wird zu einem logischen Ergebnis kommen. Wenn wir diese Hilfe bekommen, die wir brauchen, um die wir bitten, dass wir uns verteidigen können, da können wir weitere Gebiete befreien, wie wir es genau befreit haben bei Kiew am Beginn des Krieges, wie wir befreit haben in Kharkiv, Cherson, und dann kommt es weiter. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis zu Kiew. Das Kriegsziel Russlands war am Anfang tatsächlich, eine Marionettenregierung einzusetzen. Dieses Ziel hat Russland nicht erreicht aufgrund des Widerstandes. Und wird auch nicht erreichen. Russland ist stark geschwächt. Welches ist denn die pragmatische Lösung, wie wir weiterkommen können in dieser ganzen Auseinandersetzung, Die Menschen, die das Manifest unterzeichnet haben, hier muss man sagen, es knüpft ja eben an ein großes Verunsicherungsgefühl der Bevölkerung an. Die Menschen haben eben Angst, dass der Krieg eskaliert. Können Sie diese Verunsicherung, Sie werden ja Menschen treffen, die auch genau dieses Verunsicherungsgefühl haben, können Sie das zerstreuen oder was sagen Sie denen, die Ich treffe nicht nur solche Menschen, die eine Eskalation fürchten, aber ich treffe massenweise Ukrainerinnen hauptsächlich, weil sehr viele von ihnen in Polen sind. Bei mir zu Hause auch, mit Kindern. Und die Verunsicherung von diesen Menschen, die flüchten mussten, ist, dass wir sie im Stich lassen.
Also wir müssen wirklich mit zu diesen Menschen stehen, die angegriffen wurden. Also meine Angst ist wirklich hauptsächlich, dass wir so einen Diskurs führen, wie viele Stücke von der Ukraine können wir abgeben. Das ist für die Zukunft der zivilisierten Welt inakzeptabel. Ukraine haben das gute Recht, sich zu verteidigen. Sie werden angegriffen. Sie haben das gute Recht, sich zu verteidigen, so wie sie das Recht haben, der Europäischen Union natürlich der Europäischen Union beizutreten. Sie sterben unter europäischen Fahnen wirklich. Und wir überlegen hier, ob wir zu ihnen stehen oder nicht. Kein Mensch bestreitet, dass die Ukraine nicht das Recht hat, sich zu verteidigen. Nein, weil der Putin will das nicht. Die Frage ist nur, ob wir den ukrainischen Krieg führen müssen. Für die Ukraine mit oder ob wir eine Lösung haben wollen, eine Verhandlungslösung haben wollen, damit weitere Zehntausende von Toten da sind und nicht weitere Gegenden verwüstet werden. Sigmar Gabriel, Herr Seipel, hat heute auf NTV gesagt, der ehemalige Außenminister und jetzt Vorsitzender der Transatlantikbrücke, hat gesagt, wenn Russland gewinnt, dann gibt es ein gefährliches Europa für unsere Kinder. Die Statements von Sigmar Gabriel. Appetit beim Putin wächst mit dem Essen. Falls er, das wird nicht geschehen, aber falls er Ukraine schlucken würde, er würde dort keinen Halt machen. Das würde weitergehen. Woher wissen Sie denn das? Weil ich die Ukraine ist nicht die NATO und wenn er die NATO angreift, hat er den NATO gegen sich. Also die Ukraine meinen, sie sollen wir lassen, weil sie noch nicht die NATO ist. Und dann hat Russland ein riesiges Problem. Und ein richtig riesiges Problem. Russland das hat ist dieser alte Meer, dass die Russen immer durchmarschieren bis zum Endsieg. Aber der Punkt ist doch, dass sie Russland zugestehen, sich zu nehmen, was es will. Nein. Ich möchte nur betonen, jedes Land kann selbst entscheiden, ob es der EU beitritt oder der NATO. Aber die EU entscheidet, zur NATO zu gehen, dann ist es ihre Entscheidung und nicht ihre Entscheidung. Ob das Land beitreten wird. Was Frau von der Leyen war schon nach Ende der Sowjetunion war es so, dass diese Länder versucht haben, zurück in die EU zu kommen. Aber durch Bombardierung, jetzt versteht keiner mehr. Genau dasselbe macht, was die NATO vorher in Jugoslawien gemacht hat. Mit einem Überfall, mit Infrastrukturbombardements und vieles. Das ist genau das Bittere. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ganz klar. Zur Sache. Es geht nicht darum, dass Russland irgendwas gewinnt. Zumindest mir geht es nicht darum. Es geht mir aber darum, dass hier durchaus irgendwie zynisch und heuchlerisch auch argumentiert wird. Und das heuchlerischste Argument, was ich höre, ist, kämpft Ukrainer, kämpft weiter. Ihr kämpft für unsere Freiheit in Europa. Und da sage ich ganz klar, okay, wenn das der Fall ist, dann soll die NATO und die EU bitte unmittelbar militärisch in diesen Krieg eingreifen. Das wäre aber der Beginn. Der offizielle Beginn des Dritten Weltkrieges. Wollen Sie das? Wenn Sie das nicht wollen, Frau Thun, und wir sitzen zusammen im Europaparlament, dann müssen wir darauf drängen, dass es eine politische Lösung dieses Krieges gibt, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Darf ich vielleicht kurz was anmerken? Warum wollen Sie das nicht? Ganz kurz. Weil wir immer von Verhandlungen reden. Ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass Russland gesagt hat, wir wären bereit zu verhandeln. Aus russischer Sicht rennt es gut. Sie können also so viel sagen, wie Sie möchten. Wir können verhandeln. Wenn von Russland nicht kommt, dass wir bereit sind zu verhandeln, passiert es einfach nicht. Also ich glaube, um die Frage. Das war vielleicht im März letzten Jahres so. Aber nicht jetzt. Gut, so, Herr Botschafter, Moment, Frau Demerl, bitte. Doch. Herr Botschafter, vorletzte Woche. Was sagen, bitte. Es wurde hier viel über Zynismus gesprochen, solche Dinge. Aber wenn wir alle Menschen sind und etwas Menschliches in unserer Seele haben, in unserem Körper, da müssten wir auch sagen, Zynismus ist, jetzt mal zu behaupten, dass die Leute in der Ukraine jetzt mal keine militärische Hilfe bekommen für die Selbstverteidigung. Zynismus ist dann zu sagen, anzuerkennen, da kann Putin weiter und seine Truppen weiter viele Verbrechen machen, die gemacht haben. Das ist Zynismus. Zynismus ist auch zu ignorieren die Tatsache, dass die das internationale System, das Sicherheitssystem hier in Europa, dadurch, dass Russland mehrmals das Völkerrecht gebrochen hat, ist zerstört. Und jetzt, wenn Sie wollen, wenn die Hilfe für die Ukraine kommt, da soll keine humanitäre Hilfe, das ist, soll auch keine Hilfe kommen. Nein, die demokratische Weltgemeinschaft hat schon längst anerkannt, das, was die Ukraine jetzt macht, die Ukraine hilft auch, die Sicherheit in Europa wieder herzustellen. Das ist die Realität. Überhaupt und wenn nicht. Sie jetzt behaupten,
dass der dritte Weltkrieg oder sowas. Nein, das sind alles die Elemente der russischen Propaganda, die das über die Jahre gemacht haben, um Angst einzujagen. Angst mit allen möglichen. Und sie funktioniert eindeutig, diese russische Propaganda. Wir sehen, dass es funktioniert. Moralisch die anderen abzustempeln, weil sie die gleiche Meinung haben wie sie. Sie stempeln uns als moralisch minderwertig ab. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Fahren Sie in die Ukraine, sehen Sie, was Putin und die, seine Truppen dort gemacht haben. Dann werden Sie vieles verstehen. Das ist das Problem. Wir haben einen neutralen Militärstrategen und Experten in unserer Runde sitzen. Ja, Herr Oberst-Reisner, ich habe Sie irgendwann im Laufe der Sendung gefragt, eben diese ganzen Panzerlieferungen. Es war eine sehr lange Diskussion, ob die geliefert werden können, wie viele etc. Sie haben gemeint, dass hier scheibchenweise, wenn ich so sagen kann, eben die Hilfe kommt. Es müsste aber viel massiver sein. Ursula von der Leyen hat ja auch gemeint, beziehungsweise auch der EVP-Chef vor einiger Zeit, dass man so eine Art Kriegswirtschaft auch überlegen wird müssen in Europa. In Russland, da hat man die ja schon längst angeworfen. Die Frage an Sie, kommen diese Panzerlieferungen zu spät? Und wenn hier massiv Waffen geliefert werden würden, könnte die Ukraine militärisch gewinnen oder nicht? Zuerst noch kurz eine Entgegnung, weil Sie gesagt haben, ich bin nicht neutral. Die Bundesregierung Österreichs hat ganz genau gesagt, wo sie steht. Für ein Militär ist nicht sicher, für einen Arzt ist niemand gesund. Das Zweite, das hier zu sagen ist, die Waffenlieferungen. Das Problem ist, dass Europa natürlich von diesem Konflikt völlig überrascht worden ist, in dem Form, dass man nicht damit gerechnet hat, darum auch dieses Stückwerk immer wieder nachjustieren zu müssen. Aber das ist nichts Neues. Wenn Sie die Historie betrachten, verschiedene Konflikte, werden Sie immer wieder feststellen, dass es so weitergeht. Ich habe oft den Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg. Natürlich waren die Rahmenbedingungen damals anders. Aber 1914 hat man gedacht, dass dieser Krieg in ein paar Monaten vorbei ist. Jede Seite. Und dann kam man am Jahr 1915, da wo wir jetzt sind, wo man nämlich festgestellt hat, dass man möglicherweise eine Kriegswirtschaft braucht, dass man mobilisieren muss und so weiter und so fort. So ist das. Das nennt man Geschichte. History in the making, um das so zu sagen. Was wir jetzt sehen, ist, dass Europa versucht, mit allen Mitteln das zur Verfügung zu stellen, das die Ukraine braucht. Und das ist nicht einfach. Denken Sie an die Panzerlieferungen. Da war eigentlich die Forderung vom ukrainischen Generalstabschef 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer, 500 Artilleriesysteme. Und man hat dann zusammengekratzt mit allem, was dazugehört, diese Leopard 2, Leopard 1, noch einmal ehemals polnische T-72-Modelle. Und jetzt sind wir wieder dort, dass wir davon reden, dass ein Panzerbataillon, in ukrainischer Rechnung sind das 31 Panzer, zusammengekratzt wird, um dann in den Kampf geschickt zu werden. Der Panzer selber ist wichtig, wenn es um die Offensive geht und das Rückerobern von Gelände. Was jetzt auch wichtig ist, ist Fliegerabwehr und das kommt jetzt langsam herein. Und natürlich Munition, denn Russland, wie ich gesagt habe, hat wieder der Ukraine einen Abnutzungskrieg aufgezwungen. Und ein Abnutzungskrieg wird durch Ressourcen entschieden. Und aus militärischer Sicht heißt es vor allem durch Munition. Und das ist genau das Problem. Also darum gibt es jetzt auch diese Krisensitzung am 6. 7. März, wo man versucht, das nochmal zusammenzukratzen. Und die Munition, die geliefert wird, hilft der Ukraine nur, nicht überrannt zu werden. Um das geht es eigentlich momentan. Ja. Wir reden da noch gar nicht von Offensive und Krim und was der Teufel was. Ja. Sondern da geht es nur darum, dass die Ukraine sich wehren kann in den Schützengräben von Bakhmut wie im Ersten Weltkrieg gegen diese Übermacht der Russen. Um das geht es momentan. Also keine Verhandlungen. Wir machen die Notabwehr, die wir gerade noch hinkriegen und nehmen damit durchaus auch in Kauf. Verhandlungen kann man nur führen aus einer Position der Stärke heraus. Wenn Sie geschwächt sind, dann brauchen Sie nicht auf den Verhandlungstisch sich setzen. Wird die NATO eintreten, wenn die NATO die Stärke haben und wird da eintreten in die Ukraine, um dann tatsächlich das Ergebnis zu kriegen? Die NATO hat kein Interesse an einem Krieg mit Russland. Genau, da sind wir so. Über die NATO. Was ist hier die NATO? Ohne die NATO wären Sie längst verloren, weil sie längst indirekt in diesen Krieg mit einbezogen worden ist. Die Amerikaner geben ihnen über die Satelliten die Bestimmungen, wo sie wo operiert wird, gleichzeitig nochmal. Sie würden ohne die NATO. Aber warum existiert NATO? Warum existiert NATO? Das ist ein Verteidigungsbündnis. Haben Sie das mitbekommen? Verteidigungsbündnis. Also die NATO Verteidigungsbündnis. Was heißt in Afghanistan, in Mali? Aber wir sprechen hier von der konkreten Situation. Es geht um Geopolitik. Frau Thun. Sprechen wir hier über die konkrete Situation. Afghanistan ist eine andere Geschichte. Hier in der Ukraine
NATO bis jetzt, und es wird auch nicht, niemand wird Russland angreifen. NATO ist nur da, wir sind alle Mitglied von NATO und wir alle sind verpflichtet, der Ukraine zu helfen, weil sie angegriffen wird. Und das ist ganz einfach. Ich verstehe nicht, warum wir da über... Wenn Kasachstan Georgien angreift, sind wir da wir auch dazu? Morgen Ukraine greift niemand an. Verstehen Sie noch einmal, der Krieg, der Putin wird verbrecherischen Krieg in der Ukraine. Die Menschen werden jeden Tag zivile Menschen werden getötet, Vergewaltigungen, andere Kriegsverbrechen. Und deswegen, worum es geht reden nur wir? Um Verteidigung. Wie kam es zu diesem Krieg? Welche Möglichkeiten haben wir ausgelassen? Und was ist das Ende dieses Krieges? Ich stelle fest, es ist tatsächlich eine verminte Diskussion. Frau Thun, morgen kommt der US-Präsident Biden nach Polen. Was erwarten Sie sich von dem Besuch? Sie haben mich am Anfang gefragt, wovon ich Angst habe. Ja. Wenn ich solche Töne höre, dann Angst habe ich, dass falls Russland ein anderes Land angreift, in NATO, in der Europäischen Union oder nicht, ein Land, das früher schon unter der sowjetischen Domination war, dann werden wir anfangen, wenn Waffenlieferungen und Hilfe und so weiter, über Zynismus und über Verhandlungen und so weiter und so fort. Den Russen muss man sehr klare Grenzen in dieser Situation stellen und die Ukrainer, die angegriffen wurden, verteidigen. Und es gibt wirklich keinen Grund, um da irgendwelche hypothetische Situationen zu suchen, ob NATO jetzt in die Ukraine geht und so weiter und so fort. Jetzt nicht. Aber wir müssen den Ukrainern helfen. Biden kommt nach Warschau. Ich vermute, um genau dieses zu sagen. Ich glaube, Biden kommt nach Warschau, um uns allen zu sagen, wir halten gemeinsam, wir sind gemeinsam, wir stehen alle zusammen zur Ukraine, wir sind verpflichtet, unsere Werte, unsere Zivilisation, unseren Frieden zu schützen. Aber das wird nicht geschehen, wenn die Russen Ukraine schlucken. Deshalb dürfen wir das niemals erlauben. Ist die Sorge bzw. die Angst, Herr Oberst Reisner, von Frau Thun berechtigt, dass wenn Russland gewinnen würde in der Ukraine, sehen Sie hier eine Gefahr für europäische Länder? Natürlich, weil es Schule machen könnte. Was bedeutet das dann zum Beispiel für Taiwan, wenn China sagt, na ja, die Russen sind auch damit durchgekommen, warum nicht auch das? Wer weiß, wie wir in 15 Jahren aufgestellt sind, auch Russland aus dieser Sicht. Ja? Vielleicht hat es dann Interesse an mehr, wie ich vorher gesagt habe, diese Doktrin von Primakow, die übernommen worden ist, bis heute gilt. Ja. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel, ein kurzes Beispiel geben. Ja. Beispiel. Ich möchte das jetzt ganz drastisch herunterbrechen, nämlich die Frage auch der Moral. Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarin wird vergewaltigt. Hören Sie mit dieser uralt Frage an. Genau mit dieser Frage, um die geht es. Und Sie sehen das. Dass er unmoralisch ist. Und Sie sehen das. Will er diese Frau verteidigen oder nicht? Weil Sie sagen, da müsste ich ja dann jeder helfen. PR. Es geht genau um das am Ende des Tages. Wir haben ein Land, das sich entschieden hat, Teil der EU zu sein. Genau so ist es. Herr Reisner, ich war Ihnen dankbar für Ihre sehr nüchternen und klaren Beiträge eben auch gerade. Also nicht der Beitrag, den Sie gerade gebracht haben, sondern davor, wo Sie ja auch noch mal militärisch erklärt haben, an welchem Punkt wir uns befinden und dass wir uns in einem Abnutzungskrieg befinden. Wo Sie auch gesagt haben, die NATO hat kein Interesse, in diesen Krieg reinzugehen. Dann ist aber halt tatsächlich die Frage, was will die NATO hier eigentlich? Was macht die NATO hier? Die Ukraine sagt ganz klar, wir wollen die Krim zurück. Wir wollen sozusagen unser Territorium, wie es war vor 2014, so wieder haben. Ja. Aber was die NATO macht, ist mir bis heute ein Rätsel. Und was Sie auch gesagt haben, Sie haben den Vergleich gezogen zum Ersten Weltkrieg. Ich glaube, dieser Vergleich passt wirklich wunderbar. Ich möchte nur Sie darauf hinweisen, Sie werden es besser wissen als ich, Sie sind Soldat, dass auch im Ersten Weltkrieg viele Menschen voller Leidenschaft in diesen Krieg gezogen sind, weil sie dachten, es geht um eine gerechte Sache, es ist richtig, in diesen Krieg zu ziehen. Und keiner dieser Menschen ist wirklich mit dieser Leidenschaft und mit diesem Enthusiasmus aus diesem Krieg zurückgekommen, wenn sie überhaupt zurückgekommen sind. Die meisten waren verstümmelt. Und wenn wir uns genau in dieser Zeit wie im Ersten Weltkrieg befinden, dann finde ich, es ist ein Warnsignal. Und dann kann ich nur antworten, was ich von Seiten von Militärs und von Politik die ganze Zeit
höre seit einem Jahr. Wir machen weiter wie bisher. Da kann ich nur sagen, an die Völker, an die Bevölkerung in Europa appellieren. Jetzt ist es wahrscheinlich Zeit für große Friedensproteste. Denn ansonsten ganz, ganz kurz eine Antwort von Ihnen beiden, weil ich wir trage am diese Ende Uniform als Soldat, weil ich weiß, was das bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Ja? Genau. Diese Orden habe ich deswegen bekommen, weil ich in Afghanistan und sonst wo war. Und eines ist klar, wenn ein Volk für sich selbst entscheidet, sich verteidigen zu wollen, dann ist es nicht unser Recht, dem Volk zu sagen, was es tun muss, damit es uns besser geht. Und genau das ist die Situation jetzt. Also wenn die Ukraine sagt, wir sind bereit, diesen Kampf weiterzuführen, dann muss man sich auch dabei unterstützen. Aber man kann darüber auch, denken, dass die Ukraine, man kann darüber diskutieren, wie weit man geht oder nicht. Aber einfach zu sagen, wir bevormunden sie, das ist also völlig falsch aus meiner Sicht. Es gibt NATO-Bündnisse und es gibt militärische Bündnisse. Und nicht jedes Land von irgendwoher kann deswegen sozusagen die Hilfe einfordern. Ja. Es gibt immer geostrategische Überlegungen. Ich verstehe noch einmal. Es gibt die UN-Charta und die ist ja klar in dieser Sache. Ja. Der Krieg, der wie so seit 2014 begonnen hat, jetzt ist seit fast einem Jahr eine neue Phase dieses Krieges. Dieses Krieg zeigt, wie tatsächlich verbrecherisch durch Russland geführt wird und für diesen Krieg überhaupt keine Gründe gibt. Die Theorie, dass man mit Putin reden kann. Mit Putin hat man genug geredet. Alle haben mit Putin geredet. Auch vor einigen Tagen, vor dem auch Beginn Herr des Krieges. Nicht da und auch, hat versucht, einen Frieden nummer zu machen. Stoltenberg hat jetzt gesagt, auch der französische Präsident, auch der deutsche Bundeskanzler. Was hat der Putin? Hat er reagiert? Überhaupt nicht. Deswegen, es gibt leider, es ist keine Möglichkeit, jetzt durch Verhandlungen oder sowas zu reden. Also nur die einzige Möglichkeit jetzt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Unterstützen sehr schnell, nicht jetzt mal zu lange zu überlegen, warum. Jeder Tag zählt. Und deswegen, je schneller diese Hilfe, das wird passieren. Das wird nicht passieren. Aber warum das passieren wird? Weil die Leute in Europa schon anerkannt haben, wie brutal, wie gefährlich dieses System von Putin ist. Hm. Und deswegen geht es um allgemeine... Der Name Hitler. Und es geht um allgemeine jetzt Erkenntnis. Man muss alles unternommen werden, dass der Putin... dass das Putin-Regime gestoppt wird. Weil dann ist das eine reale Gefahr für Europa. Punkt 1. Punkt 2, die Ukraine erwartet nicht, dass jetzt mal NATO oder andere aufs Ausland dort kämpfen werden. Nein, was wir wollen, worum wir bitten, dass wir militärische Hilfe bekommen, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende wird. Die Politikwissenschaftlerin aus Deutschland, Ursula Schröder, hat gestern in einem Radiointerview gemeint, diese Dichotomie zwischen Verhandlungen oder Waffenlieferungen, dass die eigentlich nie gestimmt hat, sondern dass die immer gleichzeitig passiert und dass niemand für Waffenlieferungen ist und keine Verhandlungen. Das sei jetzt einfach am Schluss noch zum Nachdenken Ihnen allen mitgegeben. Ich kann nur sagen, der Wunsch nach Frieden, schon vor Jahrzehnten auch viel besungen. Stell dir vor, es gäbe keine Länder, das ist gar nicht schwer, nichts, wofür man töten oder sterben müsste und auch keine Religion. Der berühmte Text dieser Friedenshymne, Imagine, den haben 1971 John Lennon und Yoko Ono gemeinsam geschrieben. Sie sehen gleich nach uns zum 90. Geburtstag von Yoko Ono den Doc-Film John und Yoko. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.